Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Review der ersten Wave von Hasbro Star Wars Figuren zu Solo, a Star Wars Story. Allerdings nur die Karte, die Figur stammt aus The Last Jedi. Die nächsten Figuren zu Solo kommen dann auch erst in der zweiten Wave raus, die am 1. Juni wahrscheinlich, ich sag mal wahrscheinlich, in den Läden zu kaufen sein wird. Es handelt sich heute um Mess Kanata. Richtig so in der Art kam sie gar nicht im Film vor, sondern nur als Hologramm war sie dann kurz zu sehen. Und sie trägt dann auch ihr, vielleicht kann man es so schon mal sehen, ihr Jetpack. Und ich vergleiche diese Maß auch dann mit der Maß, die in dem 4-Pack vorkam, die auch immer noch zu haben ist. Aber das ist bislang nur die einzige Maß, die rauskam. Und jetzt die erste Maß auf Einzelkarte. Ja, die Karte, wie gesagt, ist halt das Layout von Solo, weil es halt eben die Solo-Wave ist. Aber wie auch in den vergangenen Waves schon, oder auch in den vergangenen Figuren-Serien, kamen auch mal wieder Figuren heraus, die nicht zu dem jeweiligen Film, beziehungsweise keinen Bezug zu dem jeweiligen Film hatten. Ja, ist alles ein bisschen durcheinander. Eine Zeit lang gab es dann auch mal Figuren oder parallele Figuren-Serien. Und jetzt wird das alles mit in die gleiche Verpackung geworfen. Aber das Bild ist auf jeden Fall schön. Ja. Also die Illustration ist wieder sehr nett. Hinten wird wieder der Force Link 2.0 beworben, den ich immer noch nicht vorliegen habe. Es gibt da wohl immer noch Probleme. Ja. Manche haben ihn schon, aber ja, ich warte einfach nochmal ab. Ich werde dann wirklich eine reine Folge mal machen, wo ich dann die ganzen Force Link Phrasen mal gesammelt dann abspiele oder aufnehme, wenn das halt irgendwann mal vorliegt. Fahrzeuge ist ja auch so eine Sache. Warum im Vorfeld eines Films schon mal die Fahrzeuge bereitstellen, das ist irgendwie alles ein bisschen strange. Ja. So, Maß auf Blister und die Waffe unterscheidet sich auch. Die habe ich jetzt hier nicht ausgepackt. Man sieht auch schon, ich habe Maß schon aus der Packung geholt. Da hat sie so einen kleinen Blaster gehabt und hier ist der Blaster dann etwas größer, aber den gucken wir uns gleich nochmal in der Nahaufnahme an. Erstmal zur Figur. Sieht nicht anders aus als die Maß, die bislang schon rausgekommen ist. Auch von den Bewegungspunkten her. Halt Scheibengelenke in Armen und Beinen. Und Kugelgelenk im Kopf. Die Brille kann man auch, kann man die hochklappen oder kann man sie nicht hochklappen? Nein, die sitzt fest. Auch seitlich, man kann sie dann zwar ein bisschen zur Seite klappen. Mal gucken, ja, ob es funktioniert. So. Das ist so aus weichem Material. So, und dann klappen die wieder zurück. So. Dann hält das. Ja, ich habe mir heute den Finger gesäbelt, deswegen sieht es ein bisschen doof aus. Das Jetpack ist fest montiert. Also, das bekommt man nicht runter. Nein, das geht nicht. Ist nicht nur eingehängt, sondern ist irgendwie richtig scheinbar hinten auch verklebt. Aber dann mal zu den Details. Nur die Brille sitzt ein bisschen schief. Man kann aber durch die Gläser hindurchschauen, wie auch schon bei der vorherigen Figur. Und der Print sieht aus der Entfernung recht annehmlich aus. Am Hals scheint sie so ein bisschen noch blaue Spuren von dem Oberteil zu haben. Obwohl das Oberteil eigentlich der richtige Kunststoff ist, dann ist halt der Hals nicht richtig angemalt. Also es scheint dann noch so ein bisschen dieses Grüne, das Türkis scheint dann noch so ein bisschen durch. Ansonsten die Details, ja, okay. Vom Print her. Die Beine stehen ein wenig eng zusammen. Stehen kann sie aber. Und sonst die Armreifen sehen aber gut aus. Das Gold kommt gut rüber. Seitlich, da kann man schon mal ihre Mütze erkennen, die sie auf dem Kopf trägt. Dann seitlich das Jetpack. Das ist einfach nur Silber. Da ist jetzt nichts irgendwie großartig bemalt. Auch keine Weathering-Spur, das schon mal ein bisschen abgewetzt aussieht. Zur Figur, also jetzt im Kontrast zur Figur, finde ich das schon so ein bisschen, ja, fast so ein bisschen boring, also ein bisschen langweilig. Und von der Rückseite her kann man dann auch nochmal das Jetpack erkennen. Wie Mass darunter aussieht, kann ich wie gesagt nicht zeigen. Das Jetpack sieht auch ein bisschen schief aufgesetzt aus. Aber sonst auch die Stiefel, ja, sauber abgesetzt. Kann man so akzeptieren. Auch an der Mütze finde ich vor allem diese Struktur ganz nett gemacht. Dann ihr Blaster, das ist der Rebellenblaster. Also ein Uraltmodell, den sie da, was sie da bei sich trägt. Aber nur in einem silbergrauen Kunststoff gefertigt. Keine Weathering-Spuren, keine Bemalung. Einfach nur in silbergrau das Ganze. Und dann schauen wir mal, ob sie den auch gut in der Hand halten kann.
Meine großartige Handbewegung oder Armbewegung oder mit beiden Händen halten geht ja schlecht, aber sie kann ihn gut halten. Also der hält auch. Und unten drunter, man kann sehen, ist dann auch das Forsting 2 Symbol, das heißt das Forsting Symbol in grün, damit man dann weiß, dass man diese Figur momentan nicht benutzen kann. Ja, sehr schön. So, den Blaster nochmal an die Seite gelegt und dann mal die andere Maske daneben gestellt. Da brauche ich jetzt wohl nicht zu viel zu sagen. Man sieht ja am Jetpack, welche ist. Unterschiede sehe ich jetzt keine. Das ist die gleiche Mold auf jeden Fall. Nur, dass da jetzt der Chip untergebracht ist. Die Beinstellung bei der alten war noch ein bisschen gespreizter. Sie steht da doch so ein bisschen engfüßiger. Aber ansonsten Faltenwurf und alles, die Kette, das ist alles die gleiche Modellierung. Ansonsten die Farbe vom Gesicht. War vorher noch ein bisschen orangener, das geht jetzt mehr so leicht ins Bräunliche, ins Hellbraun. Und bei der alten war der eine Armreif noch in ja, so einem Orangeton bemalt. Das wurde jetzt auch weggelassen. Dann immer mal kurz seitlich. Man sieht also, da ist nicht viel, was jetzt die beiden Figuren voneinander unterscheidet. Aber auch die Stiefelstruktur, genau das gleiche. Gut, hinten kann man jetzt bloß die Mützen vergleichen. Da sehe ich jetzt also auch von der Modellierung her keinen gravierenden Unterschied. Ja, ich würde mal sagen, das ist die gleiche Figur. Gut, die Hose glänzt jetzt ein bisschen mehr im Gegensatz zur alten. Aber wer das Pack noch nicht hat, also das Viererpack, was es aber noch relativ günstig zu kaufen gibt in manchen Collector-Shops, also nicht das Problem jetzt an die alte Maß ranzukommen. Das Schöne bei der alten Maß war auch, dass da halt eben dann auch die Kiste aus ihrem Kellerverlies mit dabei war, wo dann halt die das Lichtschwert von Luke Skywalker dann aufbewahrt wurde. Also ja. So, dann will ich nochmal gucken mit dem Stand. Also sie steht ja so schon recht gut von alleine. Aber auf dem Stand geht das auch. Wirkt jetzt bei ihr natürlich ein bisschen komisch, da die Figur halt klein ist. Kleine Figur, kleine Person. Und deswegen steht sie jetzt ein bisschen mehr drüben. Aber mit den vom Durchmesser her, es gibt ja auch die Stands in rund. Würde wahrscheinlich bei der Figur ein bisschen besser wirken. Aber auf jeden Fall geht das, passt sie gut auf dem Stand und dann steht sie noch besser. So, das wird zur Seite gelegt. Das wäre es dann soweit schon. Ja, eine ganz akzeptable Figur. Auch ähnlich jetzt, ich sehe es ähnlich mit ihr, wie, den Stand wieder weggepackt, ich dödel. Sehe es ähnlich wie bei den jetzigen TVC-Figuren, wo die meisten dann eigentlich so gesehen auch Repacks sind. Allerdings Repacks, die aus Sets stammen, die als Exclusives für Walmart bzw. Target oder Toys R Us hergestellt wurden, sagt Hasbro. Und somit jetzt zum ersten Mal legitim in einer Serie ganz normal veröffentlicht wurden, nicht als Exclusive. Somit auch bei ihr, dann das Viererpack war, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ob es ein Entertainment Earth Exclusive zuerst war. Zumindest, ja, ist auch die US-Packung, die ich hier vorliegen habe. Zumindest ist sie jetzt halt auch in einer normalen Serie halt erschienen. Ja, gut. Denk mal, jetzt ist alles zu der Figur gesagt. Ich bedanke mich vielmals fürs Reinschalten und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit. Ich bedanke mich vielmals fürs Reinschalten und würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und ciao.